So, da ist doch schon meine Lady, die gute Lugarda. How can I help you? Hello. Wie geht es dir? Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu haben und ich habe eine Kleinigkeit. Nein, ich habe weder eine Kleinigkeit noch bin ich bereit, gerade ein Kind zu zeugen. Have a good day. Steuern müsste ich bezahlt haben. Hast die Woche noch Urlaub? Sehr gut. Sehr fein, das freut mich. Okay, also Steuern habe ich bezahlt. Dynastieruf 1489, was auch immer das heißt. Entwicklungsstufe ist noch ein größerer Bauernhof. Gebäude habe ich 13 von 30 möglichen. Nahrungsbedarf haben sie 90. Bedarf am Tag 90 auch. Und Holzbedarf habe ich von jedem gerade alles gedeckt. Das heißt, momentan komme ich irgendwie gut klar. Den Leuten geht es so relativ gut hier bei mir. Okay, also ich brauche einfach neue Leute. Und es gab noch ein, zwei Quests, glaube ich, die ich erledigen könnte. Ah, genau, diesen Trinkschlauch rüberbringen und mit dem einen Menschen reden und 15 Häuser errichten. Häuser errichten war das Stichwort. Ich hatte gestern am Ende begonnen, hier eine Küche zu bauen und eine Schmiede. Die Küche würde ich jetzt quasi zuerst besetzen wollen, vor der Schmiede, weil eine Küche hätte ich hier stehen. Ich hätte hier auch gleichzeitig stehen noch eine, einen Brunnen, der noch keinen Arbeiter hat. Ich glaube, wenn ich in der Küche und im Brunnen einen Arbeiter hätte, dann wäre die Versorgung fertig. Dann hätte ich einen Jäger, hätte einen Koch, hätte jemanden, der das Gekochte verkocht. Ja, genau, halt den Koch, der dann das Gejagte verkocht, so rum. Hab einen Holzfäller, der Holznachschub liefert. Und glaub, dann steht so die Versorgung. Dann hätte ich... Oh, Hammer kaputt, schade. Dann hätte ich Essen, Trinken und Wasser, das eigenständig von meinen, ja, drei Leuten hier gesammelt wird. Was ist denn heute los? Hier habt ihr Feierabend hier. Ach nee, ihr arbeitet noch nichts. Es ist noch nicht spät genug. Freiwillig auf EB gegangen und weil Valhalla gegönnt. Ja, tatsächlich, ich habe es gesehen gestern, dass du, war das gestern? Gestern, vorgestern? Dass du mal gestreamt hattest. Und hab da mal kurz reingelurkt, ein paar Minuten. Ich glaube, Valhalla oder Assassin's Creed Valhalla ist auch ein großartiges Spiel. So. Ich brauche für den Hammer einen neuen Holzstamm. Wir holen die Axt. Ja, und das Thema ist halt auch cool von Valhalla hier mit dem nordischen Mythologie, Wikinger und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile mal geschafft haben, das Spiel ein bisschen vom Kernmechanik umzusetzen, also ein bisschen umzuändern. Weil die meisten Assassin's Creed Teile waren ja doch leider irgendwie so, geh dahin, geh zum höchsten Punkt, Karte wird aufgedeckt, 12 Punkte auf der Karte und alles entdecken und irgendeinen Gebietsboss umhauen. Das fand ich auf Dauer so ein bisschen, auch wenn die Story dahinter oder die Landschaften schön gestaltet waren, so ein bisschen schade, dass die da nicht mehr draus gemacht haben. Und so nach dem dritten Teil war das so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. So, einen Hammer, damit ich meine Küche weiterbauen kann. Steam Sale, yeah. Hammer, 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 Hammer. Hammer, Hammer da. Das wird doch. Wahrscheinlich braucht die Küche auch noch ein paar neue oder zusätzliche Materialien oder Gegenstände, die ich wahrscheinlich noch gar nicht habe. Es kann auch sein, dass ich erstmal weiter den Chefkoch spielen werde. Aber ich kann leider nur gebratenes Fleisch kredenzen. Für mehr hat es dann nicht gereicht. Natürlich sind die Elemente dabei und mittlerweile haben sie verschiedene Skill-Trees und Upgrade-Möglichkeiten. Ja, dann haben sie zumindest doch ein bisschen was dran gebastelt noch. Fein so zumindest. So, also ich glaube, ich brauche eigentlich nur noch Holzstämme. Dann müsste das soweit sein. Zur Uhrzeit habe ich es 9.09 Uhr. Das heißt, mein Holzfäller müsste schon fleißig am Sägen sein. Der hat auch noch Äxte, das heißt, er kann noch arbeiten. Guck ich mal in meine Jagdhütte, ob meine Frau/Jägerin auch
Er hat keine Messer mehr. Das heißt, der muss sich wieder neue Messer bauen. Dafür brauche ich neue Steine. Ohne Steine geht hier nichts. Ich gucke mal ins Ressourcenlager, ob ich da noch welche habe. Aber ich glaube, ich habe gestern alle für die Fundamente von der Schmiede und der Küche verarbeitet. Viking Hunter Assassin spielen. Ja, aber das klingt dann schon, als hätten sie so ein bisschen mehr draus gemacht, tatsächlich. Dann nehme ich alles mit. Steine. Hier irgendwelche. Muss ich neu sammeln gehen, wie es scheint. Gucke ich, dass ich erst das Dach hier, oder beziehungsweise die Küche fertig bekomme. Könnten mir reichen meine vorhandenen Materialien. Ah ne, ein Stamm fehlt mir noch. Naja, egal. Den kriege ich schon noch zusammen. Vorher einen Stein looten. Liegen doch schon welche. Einen Stein. Zwei Steine. Nehmen wir gleich noch ein paar mit. Ja. Nicht überragend viel, aber ich kann auf jeden Fall zwei Messer herstellen. Damit kann die erstmal was machen. Die lege ich hier direkt in die Kiste rein. Dann lass es dir schmecken und schon mal vorab viel Spaß, auch im Assassin's Creed. Wenn man Urlaub hat und Bock drauf hat, dann kann man sich da die Zeit auch gönnen, sonst würde ich jetzt auch noch nicht hier sitzen und meiner neu gewonnenen Liebe hier nachfrönen. Aber du bist am Kehren. Kehren heißt, dass du kein Handwerkszeug hast. Das heißt, ich gebe dir Werkzeug, Eisen, ein Steinmesser. Alle und rein. 2 Tage, 30 Stunden Spielzeit. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe gestern angefangen, habe gestern auch erstmal 10 Stunden hier rein versenkt. Aber es ist einfach gut, ne? Weil wenn Dinge gut sind, dann hat man ja auch Lust drauf. Und dann macht sowas Spaß. Ne? Würde es einem nicht taugen, würde man es gar nicht machen. So, hat er wieder ein paar Stämme. Einen Stamm hat er. Ne, 4 Stämme hat er bereits neu dazugebracht. Das reicht für die Küche. Küchenbau abgeschlossen. Kann ich jetzt hier Backofen? Kann ich da was machen? Brot könnte ich machen. Ah, da habe ich nicht die nötigen Technologien. Aber ich hätte auch keine Mühle tatsächlich. Beim Kuchen ähnlich. Und bei den ganzen Tartes und so weiter komme ich auch nicht hin. Genau, die ganzen Suppen kann ich noch nicht machen, weil ich die Schemata noch nicht gekauft habe. Aber ich glaube, Kohlsuppe wäre was, was sich irgendwie ganz gut lohnt. Zumindest was von den Ressourcen her ein bisschen niedrigschwelliger ist, genauso wie der Eintopf. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? 147. Ah. Gucken, was habe ich denn? Verwaltung, wo sind denn meine Felder hier? So, sagt mir das irgendwas, werde ich da schlau draus aus dieser Übersicht. Nutzpflanzen, ich habe hier, ups. Nee. Kostet Steuern. Ah, okay. Also ich sehe hier wahrscheinlich, was für Art von Pflanzen ich angesät habe. Also hier ist das dann Weizen, das weiß ich noch. Hier ist ein bisschen rote Beete und ein bisschen Kohl. Bisschen Kohl und ein bisschen Karotten. Ne, bisschen Karotten, Kohl und Weizen. Ganz genau, es gibt Jahreszeiten und resultierendes Gemüse. Du kannst nicht in jeder Jahreszeit alles anbauen. Du musst in der richtigen Jahreszeit quasi die richtigen... Samen aussehen, sonst wächst da nichts. Und so richtig viel habe ich hier noch nicht. Die ist hier auch fleißig am Kehren, das heißt, die hat nicht so wirklich was zu tun. Aber das ist hier meine Landarbeiterin. Und die sind meine Felder hier. Das habe ich erst ausgesät. Das habe ich letzten Winter noch sehen können, hier den Weizen. Und die Karotten wachsen auch so vor sich hin. Aber wie gesagt, da geht gerade nicht so sehr viel. Und ich muss mal was essen, merke ich gerade. Und was trinken.
Getrunken hat er fleißig. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob sie genug Werkzeug, also Ausrüstung hat, weil wenn ich gucke hier in der Landwirtschaft, in der Feldschuppen heißt das Teil, die brauchen, um arbeiten zu können, eine Hacke, ein Säckchen und eine Sichel oder Sense. Aber Sichel oder Sense habe ich noch keine und da kann ich auch aktuell keine herstellen. Das müsste ich vielleicht in der Schmiede machen, wenn die mal soweit ist. Im Gegenzug gibt es auch bei meinem doch eher überschaubaren kleinen Felderbereich noch nicht so viel, was man ansehen könnte. Aber ich könnte mal probieren, meine Felder hier noch ein bisschen zu erweitern. Moment. Gebäude, Landwirtschaft, Feld. Kann man hier noch ein paar Felder mit hinbasteln vielleicht? Kann die doch hier so ein bisschen noch was arbeiten? Wie kann ich der das als Arbeit geben? Das habe ich noch nicht gecheckt. So, ich habe hier L12. Und wir haben es jetzt Frühling. Das heißt, ich kann Kohl, glaube ich, anpflanzen. Wie sage ich der das? Ach ja, hier. Habe ich jetzt hier hochgeklickt und jetzt müsste die da hoffentlich Kohl reinpacken. I hope. Oder? Nö. Natürlich nicht. Hä? Wie sage ich ihr, was sie da anbauen soll? Also ich meine, ich könnte dasselbe hier bestellen, so ist es nicht. Mache ich das einmal so. Aber eigentlich habe ich die doch jetzt hier dafür eingestellt, dass die Feldarbeit für mich macht. Aber vielleicht muss ich die einmal grob vorbereiten, dass es gecheckt wird. Habe ich das vorbereitet? Wie kann ich dir das jetzt sagen? Oder muss ich das hier in diesem Verwaltungsteil machen? Kohl ist Herbst und Winter. Was ist es denn dann? Was, Karotten? Winter, also Winter oder Frühjahr sind Karotten. Kohl kann im Frühjahr oder Sommer hier gepflanzt werden, zumindest Leinsamen. Kann im Frühling hier gesät werden. Rote Beete früher. Ich glaube, ich habe halt die meisten Sachen für ein Frühjahr gerade mal zusammengekauft. Aber wie sage ich ihr jetzt bitte, liebe Dame? Pack auf das Feld das und das. Oder muss ich das selber sehen und sie bestellt sie dann quasi nur? Wie mache ich das? Wenn ich mit ihr rede, geht sie nicht. Sie hat in der Kiste hat sie eine Holzhacke, sie hat Dünger und sie hat ein einfaches Säckchen. Das heißt, damit müsste sie auf jeden Fall die Felder bestellen können und Dünger draufschmeißen können und es gibt diverse Samen. Aber wie kriege ich es jetzt hin, dass sie da automatisch was ranbaut? Verwaltung. Leopolda, die Landwirtin. Ne, der Beruf passt schon. Den will ich nicht tauschen. Nutzpflanzen. So. Feldname. Wie kann ich hier Details anzeigen? F vielleicht? Ah, okay. Kann ich, was kann ich, zurücksetzen, ausgewählte Pflanzenart. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Gut, dann, was ging hier? Ich glaube Kohl. Gebäudetab gewünschte Feld drückt F und Detail an sich arbeitet. Ja, ja, doch, soweit war ich schon. Also ich würde gerne Kohl haben. Kohl. Angeblich wächst der ja jetzt. Bestätigen. So, und jetzt müsste sie sich eigentlich hier Arbeitsgerät schnappen. Guck nochmal in meinen Verwaltungstab. Kohl. Eigentlich schon. Eigentlich wächst hier Kohl.
Wenn ich da nochmal gucke, ich habe hier noch Kohlsamen. Kann mit Hilfe eines Säckchens im Frühjahr oder Sommer gepflanzt werden. Oben in der Mitte ist ja hier der grüne Baum, das heißt, es ist Frühling, Sommer ist dann eher so rötlich, Herbst orange und Winter blau. Ja, dann geh mal frisch ans Werk hier, Lady. Verwaltung. Welt. Details. So. Das ist gedüngt, das ist gedüngt. Sind die ganzen Anfangsfelder, wo ich noch nicht gecheckt habe, dass ich die größer ziehen kann, aber wo jetzt halt einfach schon was wächst. Karotten, nochmal Karotten. Kohl. 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 Es ist ein ungedüngtes Feld, aber es soll Kohl werden. Feld bearbeiten ist H. Nee. Bearbeitung beenden kann ich nur die Sachen machen. Die Dienstplan der Dorfbewohner. Naja gut, dann beobachte ich das einfach mal, ob sie da im Laufe der Zeit noch loslegen wird. Und hier Kohl anpflanzen wird automatisch. Gut, fände ich es ja schon. Dann könnte ich so nach und nach auch mal den Zaun dazu nochmal umbauen. Und hier die Felder irgendwann mal umstecken. Soweit erstmal. Da gab es doch so einen Skillpunkt-Tree oder so einen Skilltree-Punkt, der mich beim Zerstören Sachen zurückgibt. 50%. Da brauche ich aber erst ein neues Level in der Gewinnungsfähigkeit. Das lasse ich erstmal. Okay, aber hier soll es so mal in etwa werden. Eventuell kriege ich das hier noch angedockt. Ah, guck, da macht sie doch. Da ist sie fleißig, da geht sie aufs Feld. Mit einer Motivation fängt sie hier an rumzudüngen. Und dennoch muss ich irgendwie eine Sichel oder was ähnliches kaufen, damit die das auch mal abbauen kann. Aber das ist tatsächlich sehr praktisch. Okay, es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe noch ein, zwei Holzstämme dabei, um ein bisschen hier der Schmiede weiterzuarbeiten. Aber dann wird mir relativ schnell hier das Material ausgehen, glaube ich. Ich muss auch wieder Stroh sammeln gehen oder kaufen. Aber ich würde tatsächlich eher wieder Stroh sammeln an dem... Ich hoffe, der wächst jetzt schon im Frühling, das weiß ich gar nicht. Vielleicht war das auch einfach jahreszeitbedingt. Aber wie ich zuletzt hier an dem Felsen, nee, an dem See bei Hornika war, hier gab es jede Menge Stroh. Das heißt, ich laufe jetzt mal nach Hornika ins nächste Kaff. Würde vorher noch was essen. Guten Morgen. Ja gut, Mahlzeit passt mittlerweile besser. Dann Mahlzeit Dotti. Willkommen zurück. In meiner kleinen Farm sozusagen. Lebensmittelzelt. Ich habe hier einen Haufen gebratenes Fleisch, einen Haufen ungebratenes Fleisch. Mitnehmen. Und da würde ich auch mal alles mitnehmen erstmal, auch wenn es sich jetzt angeblich noch nicht so sehr lohnt, das Fleisch zu braten. Ich habe mir sagen lassen, man kann... Abedere Rush TV. Abedere klingt ja aber schon fast nach Fichtelgebirge. Verwenden. Einmal gegrilltes Fleisch. Wir stellen 111 her. Ich habe da den schnellen Herstellungsmodus, damit ihr als Zuschauer hier keine 10 Minuten steht, wenn ich 110 Fleisch verbrutze. Das wäre dann ein bisschen dämlich. Das habe ich eben mal durchgebrutzelt. Kommt dann zurück in die Truhe. Butter, gebratenes Fleisch, alles einlagern. Und von dem nicht mehr ganz so frischen Fleisch nehme ich mir mal 10 Stück mit auf meine Reise. Esst schon mal ein bisschen was, damit ich gestärkt losgehen kann. Oh, hat sogar 10 Fleisch gebraucht. Ach, naja, egal. Der P
ja noch einen Pilz. Den Pilz packe ich hier auch mal in die Kiste. Und nehme dann noch mal ein bisschen was mit, falls ich unterwegs Hunger bekomme. Von den Gebäuden, die ich gestern begonnen habe, beziehungsweise an denen ich gestern gestoppt habe, habe ich bislang nur die Küche zu Ende gebaut hier. Und die Schmiede ist noch nicht so viel weiter. Da steht tatsächlich nur das grobe Gerüst und eine Wand. Das ist noch nicht viel weiter gekommen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier nochmal ein paar Felder reingebastelt und habe der Dame hier eine Aufgabe zugewiesen, weil ich wissen wollte, ob das automatisch funktioniert, und habe dann rausgefunden, wie man das automatische Felder bestellen machen kann. Das hat irgendwie ein bisschen gedauert, aber hat dann geklappt. Muss mir dann nur mal noch eine Sichel oder Sense organisieren, dass die später auch das Weizen abernten kann. Aber dann ist die Landwirtschaft jetzt auch mehr oder weniger schon mal automatisiert. So viel zu tun ist ja da erstmal nicht. Genau, und ich brauche neues Stroh und noch ein, zwei Arbeiter. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der in der Küche für mich arbeiten könnte, und ich brauche jemanden, der am Brunnen steht. Ich glaube, der Mensch, der am Brunnen steht, der braucht nicht unbedingt viel Können. Aber in der Küche müsste man schon ein bisschen was drauf haben. Das heißt, von den Häusern, wenn man guckt, Verwaltung, bräuchte ich in der Produktion jemand für die Küche und in der Gewinnung jemand für den Brunnen. Also ich bräuchte auf jeden Fall Gewinnung und einen, Produktion einen, und gegebenenfalls noch einen zweiten in der Produktion für die Werkstatt. Aber gucken, was in Hornika ein bisschen los ist. Da waren die Leute meistens ganz aufschlussreich, hilfreich. Wartetaste, hier. Nebenbei noch ein paar Steine einpacken, weil ich auch ein paar Holzmesser dann wieder nachbasteln muss, damit meine Jägerin hier weiterkommt. Oder ich kann mir leisten, mal so ein Eisenmesser zu kaufen, aber ich habe gerade überhaupt kein Geld. Also die Fürsorge, Lust ist noch gar nicht gegeben. Es ist gerade wirklich so, die Grundbedürfnisse sind alle so ein bisschen so gut wie gedeckt, zumindest in Kombination aus meiner einer. Und oder den Mitarbeitern oder Dorfbewohnern, aber es steht noch nicht alleine für sich so richtig stabil da. Das heißt, ich kann noch nicht komplett das Dorf alleine schalten und walten lassen. Das geht noch nicht, da habe ich noch zu wenig Leute, die da wohnen, und ich bräuchte irgendwann auch eine zweite Person, die jagen kann, weil meine Ehefrau ist ja auch Jägerin, und wenn ich vorhabe, meinen Erben zu zeugen, dann wird es darauf hinauslaufen, dass ich einen neuen Jäger brauche, weil dann ist die erstmal 2 Jahre lang raus und ist Mutter. Das heißt, vorher kann ich keinen Erben in die Welt setzen. Also könnte ich schon, aber würde wenig Sinn haben. Hier sind jede Menge unreife Beeren, das nutzt mir nicht so viel. Maße. Ich bin hier oben so ein bisschen paranoid. Hier oben sind immer relativ viele Sachen, die mich irgendwie töten wollen. Ich. Allen voran die räudigen Wiesente, die absolut gar keinen Spaß verstehen. Und ich hoffe immer noch, dass ich das ein oder andere Lager nochmal entdecke. Weiß auch nicht, ob es dann immer wieder mal neue geben wird, ob die zufällig neu reingeneriert werden oder ob man, wenn man die einmal abgegrast hat, ob die dann weg sind. Da bin ich irgendwie noch zu weit hinterher. Amin, willkommen, guten Morgen oder Mahlzeit. So früh ist es ja noch gar nicht am Tag. Ja, und die auch, Rush. Herzlich willkommen. Gut, wir sind angekommen in Hornika. Sind die Leute immer so ein bisschen horny? Ja, zumindest kam meine Frau hier raus. Das fand ich passend. Die mag Bier trinken und Met trinken. Und ist gut in der Küche, im Jagen und im Schmieden. Kann was. So, Leute von heute. Wie sieht's aus? Wer sitzt bei euch hier am Feuer rum? Habe ich hier jemanden, der für meine Zwecke... Ja, die ist wie du, ganz genau. Hello. Unterhalten. Worin bist du besonders gut? Ich kenne den Wald wie meine Westentasche. Dabei weiß ich nicht nur, wie man sein Essen jagt, sondern auch, wie man am besten Häute und Federn
an Häute und Federn kommt. Es ist sehr befriedigend, wenn man mit seiner Arbeit gleich mehrere Dinge beisteuern kann. Okay, das heißt, sie könnte eine Jägerin sein. Und schlecht ist sie darin, da sie immer sofort zum Punkt kommt. Deswegen ist sie keine gute Verhandlerin und hat keine Geduld für lange Diskussionen, wenn es Arbeit zu tun gibt. Gut, dann, ich habe dabei eine neue Siedlung zu machen. Möchtest du mich hier begleiten? Jawohl. Batila, in der Verwaltung schicke ich dich mal. Du brauchst ein Haus. Ein Haus zu weisen. Einfaches kleines Haus. Jo. Weil in meinen Häusern wohnen doch hier. In dem einfachen kleinen Haus wohnt. Wer wohnt hier? Leopolda. Hätte ich jetzt eigentlich mit zur Leopolda schicken wollen. Aber gut, dann wohnst du halt jetzt mit beim Gardomir. Vielleicht werdet ihr Freunde. Man weiß es noch nicht. Okay, die hat auf jeden Fall schon mal ein Haus. Und dann braucht die noch einen Job. Also sie ist noch nicht ganz so geskillt wie die Logara, meine Frau und meine anderen zwei Mitarbeiter, aber die haben auch schon ein Jahr Arbeit hinter sich oder ein knappes Jahr. Das heißt, du brauchst einen Arbeitsplatz, Jagen, Landwirtschaft, Produktion. Ja, aber ich schicke dich trotzdem mit in die Jagdhütte rein. Einfach, dass die Fleischnachschub gesichert ist. Essen, Trinken, Feuerholz findest du im Haus, da brauchst du nicht extra was. Hätte ich das jetzt, habe ich aber immer noch keinen für die Küche und keinen für mein Wasser. Wer noch irgendein williger arbeite? Hallo Spiel? Mein Spiel buggt. Ich habe keinen Punkt mehr hier. Spiel speichern. Überschreiben. Kurz mal zum Hauptmenü, weil ich habe hier keinen Punkt mehr in der Mitte, wo ich Sachen anvisieren kann und keine Interaktionsmöglichkeit. Irgendwas spackt hier gerade. Nochmal neu laden, vielleicht hilft's. Das wird auch mal ein krasser Jäger hier, der kleine Dude, glaube ich. So früh schon, mit Pfeil und Bogen. Unterwegs. Ah, jetzt geht's. Okay. Baldwin. Hello, friend. Hello, friend. Ich unterhalte mich mit dir. Worin bist du besonders begabt? Erzähle es mir. Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergiebige Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf längeren Reisen kann ich mich ohne Schwierigkeiten selbst versorgen und finde immer etwas. Schlechtes wäre in Flick- und Bastelarbeiten. Okay. Goodbye. Ich weiß tatsächlich nicht so genau, was das für eine Fähigkeit ist. Wenn ich das mit ihr vergleiche, dann ist es Überlebensfähigkeit wahrscheinlich, wenn er Wanderer und so weiter ist, weil sie sagt ja auch, sie ist ganz gut in so Geschichten. Und Überleben brauche ich in welchem Beruf? Wenn ich in der Gewinnung oder sowas, ja? Ein Gebäude zur Rohstoffbewinnung. Ah, den könnte ich eventuell mal einstellen, muss ich mal rausprobieren oder mal rausfinden. Worin bist du besonders begabt? Ist sehr gut darin, Leute zu überzeugen. Okay, aber ein Geschäft habe ich noch nicht und eine Taverne hätte ich auch noch nicht. Das heißt, ich werde ihn trotzdem mal ansprechen und mal vorläufig ins Dorf schicken. Genau, der ist gut im Überleben und der ist in den anderen Sachen auch nicht so schlecht tatsächlich. Bei welcher Skill ist Überleben? Also, anders gesagt, welchen Beruf eignet sich der Überleben-Skill? Baldwin. Arbeitsplatz. Ach, hier. Produktion, Landwirtschaft, Produktion, Jagdhütte ist Jagen, Holzfäller. Brunnen, was ist das für ein Symbol hier nochmal? Der Schütteimer ist was?
Gewinnung. Verwaltung. Also er wäre halt auch ein guter Jäger eigentlich gewesen. Nee, ist er nicht. Was ist denn Überleben? Ich glaube, ich habe gar nichts, was Überleben hier macht. Ich habe, glaube ich, einfach nichts, was Überleben macht. Ist egal. In der Produktion bist du, glaube ich, nicht gut. Das heißt, du wirst einfach der nächste Wasserträger, weil ich nichts im Bereich Überleben habe gerade. Herzlichen Glückwunsch, würde ich behaupten. Aber irgendjemand muss auch das mal machen. Du wirst erstmal Wasserträger. Du darfst im einfachen kleinen Haus hier mit einziehen. So, damit hast du einen Job, damit hast du ein Dach über dem Kopf. Ein paar neue Mitbewohner. Perfekt. Okay. Aber ich habe hier immer noch... Mein Punkt ist weg. Wieso ist der weg? Ich habe das ausgeblendet. Lol. Dachte schon, irgendwas war hier nicht richtig. Dann. Hier gab es irgendwo einen Schmied. Da hinten. Ich wollte gucken, ob der eine Sichel verkauft, die ich mir leisten kann, oder ob ich in der Zwischenzeit hier noch ein paar Holzmesser, Steinmesser oder Steinäxte basteln kann, um die dann von ihm zu verkaufen. Ach nee, da steht er. Blind. Hallo Jan, der Schmied. Zeig mir deine Ware. Also eine Sichel oder eine Sense? Bronzesense kostet 540. Das klingt erstmal teuer. Bronzesichel 435. Aber die hat auch eine höhere Haltbarkeit. Und die Eisensachen sind, glaube ich, einfach noch viel, viel teurer. Das werde ich mir gerade nicht leisten können. 750 oder 600. Okay, damit komme ich gerade gar nicht weit. Und Kupfer. Kupfersichel, Kupfer. Sense gibt es nicht, aber es gibt eine Kupfersichel für 210. Eine Steinsichel für 67,5. Kann ich die dann nicht selber herstellen? Weil Stein hält jetzt auch nicht so viel aus. Muss ich das erforschen? Materiallager, Holzschuppen, einfaches Haus? Nee. Ach, wahrscheinlich müsste ich das in der Schmiede selber bauen. Na gut, ich sammle einfach ein paar Stöcke, verkaufe noch ein paar Messer. Damit kann man mal relativ schnell 200 Münzen sammeln. In der Regel gibt es pro Messer 20. Die brauchen nur ein paar Stöcke und ein paar Steine. Das kann ich eben zusammensammeln und verkaufen. Und damit könnte ich dann zumindest ein bisschen hier auf eine Bronzesichel zumindest kommen oder Bronzesense. Die müsste ein bisschen länger halten als so Steinsachen. Damit das zumindest einmal abgedeckt ist für eine längere Zeit. Eine Eisenaxt und Co. wäre auch total geil zu haben. Und auch ein Eisenmesser. Einfach weil die Sachen ultra lange halten. Also die Eisenaxt, die ich hier gefunden habe, die benutze ich gefühlt jetzt schon, keine Ahnung, 6 Stunden Spielzeit oder sowas. Und die hatte damals schon keine 100%. Das war wirklich ein guter, glücklicher Fund. Gab es auch irgendwo hier in der Nähe von dem See, in, ich glaube, grob dem oder dem Bereich hier. Irgendwo waren so Wiesen herumgehampelt und da war ein Lager. Da gab es die Eisenaxt und die Eisenarmbrust zufällig auf dem Boden. Hat mich sehr gefreut, die habe ich direkt eingepackt und kann die immer noch gut benutzen. So, Steinmesser, mehrere herstellen. Stück. Aber 8 reichen mir noch nicht, ich werde einfach noch ein paar mehr basteln. Jede Menge Zweige und Steine. Wir nehmen mit, was wir so finden. Naja, Steine gibt es hier wirklich viel. Und auch der Tipp von den gestrigen Leuten, die schon ein bisschen mehr Spielstunden hier haben als ich, diesen
Ressourcenanzeige-Talent mitzunehmen, hilft dir in der ungewohnten Umgebung schon ein bisschen weiter. Ich habe mich am Anfang ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich dachte, eigentlich geht es so ein bisschen an der Idee vorbei, die Sachen selber zu sammeln und so weiter. Also Augen aufzumachen und es ein bisschen im eigentlicheren Spielstil zu behalten. Aber eigentlich gefällt es mir dann doch ganz gut, gerade wenn du in der Fremde bist und willst so schnell ein bisschen was zusammenbasteln. Weil es geht auf 18 Uhr hinzu. Sollte jetzt hingehen und abgeben. Weil um 19 Uhr gehen die schlafen, beziehungsweise gehen die in die Nachtruhe. Kann ich weder noch was verkaufen noch kaufen. Ich glaube, das schaffe ich noch darunter. Sonst müsste ich bis morgen warten, beziehungsweise wiederkommen. Beides ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich mega Bock drauf habe. Wo ist er denn? Bist du schon im Feierabend? Das wäre schlecht. Hallo Jan, der Schmied. Ah, wenn ich Pech habe, ist er schon im Feierabend und es war 18 Uhr. Ulrik? How are you? Whatever you need, I've got it. Du bist nicht der Mensch, den ich brauche. Wo ist der andere Typ hin? Goodbye. Wo ist Jan, der Schmied? Ach. Geh mal. Lass mich doch. Danke. Nein, die Zeit rennt. Wo ist der jetzt hin? Verdammte Axt. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er hin ist, aber irgendwo da ist er nicht. Das ist auf jeden Fall nicht Jan, der Schmied. Also ich kann dem zumindest mal die Messer verkaufen, dass ich das schon mal erledigt hätte. 260 Münzen in die Tasche. Aber du hast halt keine Sichel. Ich hätte gern so eine Sichel jetzt noch gehabt. Schneiderin. Ach, das war das falsche Symbol. Er ist der Schmied hier. Ja. Da ist der Jan, der Mann. Okay, Preise. Wir müssen mal nach Preis filtern. Was kann ich mir leisten? Bin im Bereich von 407. 400. Also ich könnte alles bis dahin. Kupfersichel wäre drin, die hat aber Haltbarkeit 200 im Vergleich. Die Steinsichel hat Haltbarkeit 100, das ist halt irgendwie nur doppelt so lang und Steinsachen halten echt nicht so lang. Bronze hätte dann schon 450. Und so eine Bronze-Sense hat 600, eine Eisensichel hat 500, eine Eisensense hat 700. Eisenachs kostet auch 700. Ein Eisenmesser. Habt ihr auch ein Eisenmesser? 450. Ja, okay. Ich glaube, ich würde tatsächlich dann, wie Dotti gerade sagt, erstmal noch ein bisschen neue Sachen herstellen und ordentlich mit mehr Ressourcen wiederkommen. Um dann vielleicht auch mal noch eine Eisenaxt und ein Eisenmesser zu kaufen. Das heißt, ich kann die Nacht über, so gut es geht, hier ein bisschen Ressourcen noch sammeln und Geld machen. Also viel mehr reicht es gerade nicht. Und so die Dinge, die man relativ schnell und unkompliziert überall findet. Steine und Zweige, wie gesagt, ist ein bisschen Fleißarbeit, aber geht ja eigentlich relativ schnell, je nachdem, wo man gerade ist. Und dann komme ich am nächsten Tag zurück und kaufe dann im besten Fall einmal gleich mehr. Weil wie gesagt, so lange wie meine Eisenaxt bislang hier gehalten hat, glaube ich, würde das auch schon Sinn haben, meine Arbeiter da mal auszustatten. Genau, Gänseblümchen und Co. für den Winter sammeln wollte ich auch mal noch als
einen Tag mal machen, Gänseblümchen, Löwenzahn, um so ein bisschen was zu heilen oder ein bisschen Heilsachen notfalls in der Hinterhand zu haben. Andererseits könnte man auch eine Kräuterhütte bauen, weil Technologien, wo war es, Kräuterhütte, es gäbe hier Trank des schnellen Heilens. Aber auch die bräuchte halt dann verschiedene Kräuter. Vermutlich würde die Kräuterfrau auch Kräuter sammeln gehen. Aber das weiß ich eben noch nicht genau. Und die bräuchte hölzerne Sachen. Das heißt, da brauche ich einen einen Handwerker. Genau. Das heißt, erstmal werde ich mit den Blümchen vorlieb nehmen. Ich brauche mehr Steine. Genau, erstmal die Messerchen machen. Und gleichzeitig noch Stroh mitnehmen. Das war ja der zweite Grund, hier hochzugehen. Beziehungsweise Ried zu sammeln, solange ich noch keinen Stroh selber machen kann. Ich habe jetzt zwar eine Scheune, in der ich Stroh dreschen könnte. Es gibt hier wirklich viele Sachen. In dem ich Stroh dreschen könnte, aber ohne Getreide, der sich verdreschen lässt, nutzt mir das auch erstmal wenig. Das heißt, ich sammle am See einfach nochmal eine ganze Ladung ein. Hat einmal auch ein bisschen Zeit gekostet, aber da bin ich auch ziemlich weit gekommen damit. Waren, glaube ich, dann 400 Stroh oder sowas, die ich da auf einmal hatte. Damit habe ich mein halbes Dorf quasi durchgepflastert oder dachgedeckt. Und was mich auch noch so demnächst beschäftigen wird, ist, ich habe den Bauplan gekauft, diesen Lehmbeschichtung für die Häuser herzustellen, brauche aber Lehm dafür. Da muss ich mal noch gucken, wo ich Lehm herbekommen kann. Weil, das war bei den Technologien, glaube ich, dabei. In der Produktion. Ah ja, hier für die Schmiede kann ich zumindest das Kupfersachen Rezepte kaufen, aber ich glaube, ich würde mir das Geld für die Eisensachen einfach sparen. Auch wenn das mit der Schmiede wahrscheinlich dann länger dauert, Schmiede 3. Ja. Ja, mal gucken, ich kann halt auch kein Kupfer herstellen. Also ich habe besser gesagt auch noch kein Kupfer. Genau, hier bei der Scheune Tonbewurf. Und aus Stroh und Ton kann man dann Tonbewurf machen und die Häuser verputzen. Das heißt, die sind im Winter weniger anfällig für Wärmeverlust. Das heißt, man braucht weniger Feuerholz theoretisch. Und ich hoffe auch, dass die bei so einem potenziellen Sturm dann ein bisschen länger halten. Am letzten Winter kam dann Sturm, hat einfach alle Häuser, die ich hatte, ziemlich beschädigt. Was heißt letzten Winter? Meinem ersten Winter, muss man ja sagen. Wenn ich das so ein bisschen damit vorbeugen kann, wäre das natürlich gut. Und ich glaube, dann sind die Leute auch ein bisschen glücklicher. Habe ich mir sagen lassen, dass wenn die halt eine bessere Behausung haben, sind die von ihrer Stimmung, ihrer Verwaltung, die sind jetzt ja hier nur so, ja, die Lugada ist meine Frau, wohnt am längsten hier, sind die alle noch nicht so richtig begeistert. Aber wir sind ja auch noch Stufe Bauernhof, so wie das hier heißt oder sowas, glaube ich. Verwaltung. Genau, Entwicklungsstufe Bauernhof. Da ist es, glaube ich, einfach noch hart und dreckig und noch nicht immer so richtig geil. Aber wir sind ja auch noch nicht lange dabei. So, Herstellung. Messer. Bestätigen. Gewicht habe ich noch genug Platz. Ich würde jetzt doch mal Richtung See laufen, weil ich erstmal checken wollte, ob es überhaupt im Frühling schon Stroh bzw. Ried gibt oder ob das auch erst im Sommer oder Herbst abzuernten geht. Das könnte natürlich sein, dass das auch eine gewisse Zeit einfach braucht, um zu wachsen und soweit reif zu werden. Würde Sinn ergeben. Und tatsächlich hat das Spiel häufig mich mit so kleinen Sinnhaftigkeiten schon... Oh, ich brauche neues Stroh für die Fackel. Das heißt, hebe ich mir lieber auf, wenn Wölfe angreifen sollten, dass ich mich da verteidigen kann. Ohne in den Kampf gehen zu müssen, wenn ich es nicht unbedingt will.
Das klang nach Hirsch oder Elch. Das ist kein Wiesent, da muss ich jetzt noch nicht so sehr Schiss vorhaben. Aber wie gesagt, ich kann keinem empfehlen, zu so einem Wiesent hinzureiten oder hinzulaufen. Ich wollte einfach freundlich sein, Hallo sagen. Hat es mich erstmal direkt 8 Kilometer verfolgt und 20 Mal über den Haufen getreten. Es war gar nicht gut. Okay, und auch die Räuberbande, die ich da mal getroffen habe, oder diese, ja, der Diebesbande, die zwei Leute, die da standen. Auch das hat sich nicht so richtig ausgezahlt, gegen die in den Kampf zu gehen. Ein bisschen was hatten die dabei, aber es war wirklich nicht viel. Aber ich glaube, entweder ich habe alles mitgenommen oder es gibt halt jetzt noch nichts. Beides möglich. Ich gucke erstmal da hinten. Da müsste noch ein bisschen was theoretisch übrig sein. Weil ich meine, ich habe da nicht alles abgeerntet. Aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht die Jahreszeit, in dem das wachsen würde. Glaube nicht. Ich laufe einmal rum, aber ich glaube, hier hinten in dem Eck war es gewesen, war so ein ganz großer Haufen von dem ganzen Ried gestanden. Oder ist dort gewachsen, besser gesagt. Ich glaube, da ist gerade einfach nichts zu holen um die Jahreszeit. Heißt, ich müsste mir... Oder doch, da steht was. Aber ist es schon aberntebar? Tatsächlich. Also entweder ist es noch altes Ried oder schon neu gewachsen ist. Das weiß ich noch nicht. Sammeln wir jedenfalls alles wieder ein, was ich hier finde. Hat beim ersten Mal ja auch super lang gehalten. Im besten Fall auch alles mitnehmen, was hier noch steht. Ich glaube, ich habe gar nicht alles eingepackt beim ersten Versuch. Und möglicherweise ist das hier schon das Nachwachsende, was hier so steht. Ich muss trotzdem so ein bisschen Fackel sparen. Ich meine, ich habe jetzt zwar dann wieder Stroh. Aber solange ich mit dem Mauszeiger drüber gehen kann, beziehungsweise hier so das mir erleuchten kann, sehe ich ja, wo noch was steht. Ganz schön weit greifen, der Kollege. Ach, echt. Lange Arme anscheinend. Hier sehe ich auch nicht mehr. Wenn ich so die Third-Person-View mache, ist auch nicht mehr zu sehen. Aber ja, man kann hier sehr, sehr, sehr viel sammeln. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht mal die 15 oder noch nicht mal die 15 Häuser zusammen, die man hier bräuchte, um in die nächste Kapitelstufe vorzurücken. Um dann quasi ja noch mehr freischalten zu können. Und ich glaube, wenn mein Dorf mal so am Laufen ist, dass so die Grundversorgung von alleine steht, würde ich mal die ein oder andere Nebenmission ein bisschen in Angriff nehmen, um einfach mal ein bisschen durch die Gegend rumzukommen. Augen offen zu halten, ob man vielleicht noch ein paar Lager findet, die man irgendwie ausloten kann. Und dann nach und nach auch dran mich setzen, mal meine Fähigkeiten ein bisschen weiter zu schulen. Das heißt, irgendwie ein bisschen gezielt Sachen herzustellen, zu kochen, zu jagen, wie auch immer, dass ich die Technologiepunkte kriege, weil ich glaube nicht, dass wenn meine Arbeiter Dinge für mich erledigen, ich da Fortschritts- und Fähigkeitenpunkte dadurch sammeln, weil ich mache es ja nicht selber. Und dann werde ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr selber arbeiten kann oder wo ich nicht mehr, ja, wo ich nichts Neues mehr lernen kann oder herstellen könnte, wenn ich nicht die erforderlichen Skilltree-Punkte hätte.
Naja, so ein bisschen gibt sie auf jeden Fall noch. Guck, dass ich einfach mitnehme, was jetzt hier geht. Naja, ein bisschen geht die Überladung langsam los, aber sollte auf jeden Fall noch ausreichend sein, dass ich das restliche Stroh einpacken kann, ohne komplett überladen zu sein. Und notfalls, ich habe glaube ich noch Stecken und Äste, Stecken und Steine eingepackt, dass ich mir da noch ein paar Messer draus mache oder die halt eben drop, wenn nicht zu schwer überbeladen sein sollte. Naja, aber mit 300 Stroh im Gepäck oder über 300 Stroh sollte ich auf jeden Fall wieder ein paar Häuser decken können und auch ein bisschen Lehmbewurf herstellen können, wenn ich irgendwann mal Ton finde. Zwei nehme ich noch mit hier. Oder die 3, 4, 5, wie auch immer. So. Habe ich alles abgeklappert, was ich hier so finden kann. Dann kann ich noch ein paar Messer herstellen mittlerweile wieder. Ja, weil die Messer glaube ich weniger wiegen als die Rohmaterialien dazu. Damit könnte ich glaube ich wieder ein bisschen Gewicht gut machen. Perfekt. Neues Gebäude freigeschaltet, eine Näherei, Stufe 1. Weil ich wahrscheinlich so viele Messer hergestellt habe. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil dann könnte man sich auch ein bisschen Klamotten vielleicht selber machen. Näherei. Leinengarn, Flachshalm, Säckchen, Leder und Leinengewebe. Und Leinengewebe bräuchte Leinengarn. Na, das baut halt alles aufeinander auf, okay. Leinensachen, Leinensachen, Stroh. Schuhe brauchen nur Leder, einfache Schuhe, Leder, Pelzschuhe, Pelz und Leder. Okay, bei den Lederhandschuhen braucht man dann natürlich wieder ein Garn dazu. Ein Garn dazu, meine ich. Okay. Eigentlich auch witzig, so den Pelzumhang, wenn man sich gekauft hat. Ich glaube, der hat 400 oder sowas gekostet oder 450 und alleine das Rezept dazu kostet 300. Ich, naja. Von der Uhrzeit, es ist 0.55 Uhr. Von 9 machen die nicht auf. Und ich habe noch ein bisschen Platz, das heißt, ich sammle einfach noch ein paar Stöcken und Steinchen, dass ich mehr Messer verkaufen kann. Ich glaube, ich werde aber die Nacht hier nicht komplett bleiben können. Eventuell muss ich zurücklaufen. Oder ich mache mir halt schnell so ein einfaches Lagerfeuer, das geht auch. Dazu brauche ich Handarbeit, Fackel. Wo war das hier? Lagerfeuer. Ein einfaches Lagerfeuer am See. Und an dem müsste ich schlafen können. Bis zum nächsten Tag. Ist da noch eingezeichnet auf der Karte eigentlich? Nee, ne? Gesamtansicht. Nee, das zeigt es nicht an. Egal, kann ich mir bemerken, hier in dieser Ausbuchtung steht ein kleines Lagerfeuerlein. Jetzt habe ich bis um 7 geschlafen, das heißt, es sind noch 2 Stunden hin, die ich wieder nutzen kann, um noch ein bisschen Sachen zu sammeln, herzustellen. Und wie gesagt, auch einfach so ein paar Stecken in der Natur findet man ja eigentlich immer mehr als genug. Neue Fähigkeiten, Punkte in Überlebenskunst.
Da hatte ich bis jetzt geskillt 15% mehr Erfahrung bei Überlebensaktivitäten, dieses Überlebenssinn, dass ich mir anzeigen lassen kann, wo die Sachen sind. Ich könnte hier noch mehr Gesundheit skillen, das wollte ich eventuell voll machen, weil ich dachte, das könnte sinnvoll sein, und ich hatte einen Punkt schon mal in langsamere Nahrungs- und Wasserverlust geskillt. Offen gelassen habe ich bessere Temperaturtoleranzen, weil ich es am Anfang irgendwie nicht für nützlich gehalten habe. Mittlerweile ist es das, glaube ich. Gifttoleranz oder Resistenz, weiß ich nicht, für was das gut sein soll. Einfach, dass ich wahrscheinlich schlechtere Sachen essen könnte. Hier wäre noch Alkoholresistenz eine höhere. Habe ich auch noch nicht verstanden, wo da der Nutzen dahinter ist. Aber wahrscheinlich geben einem diverse alkoholische Getränke einfach so Mini-Buffs oder so. 10% schnellere Bewegung im Wasser war bis jetzt auch noch nicht das, was ich irgendwann mal gebraucht hätte. 10% weniger Schaden erleiden, das wäre tatsächlich was Sinnvolles bei meinem Talent. Und langsamerer Ausdauerverbrauch während Bewegungen wäre auch sinnvoll. Das heißt, ich hätte jetzt hier 2 Fähigkeiten Punkte übrig. Würde hier mal einen in die langsamere Ausdauer und in 10% weniger Schaden reinmachen. Und dann nach und nach die 4 Punkte erstmal gar ausfüllen in meinem Überlebensskilltree. Das sind, glaube ich, die 4, wo ich irgendwie am meisten brauche. Im Winter könnte ich mir was anziehen, im Sommer kann ich mir was ausziehen. Aber der andere Rest, der nützt mir da doch noch am meisten. Ja. So, meine Denke. Kann natürlich immer sein, dass andere Wege dahin irgendwie sinnvoller oder schneller oder einfacher wären. Aber ich für mich, glaube ich, komme mit dem so ganz gut klar. Den könnte ich eventuell auch mir noch erlegen und das Fleisch und Leder und so weiter mitverkaufen, wenn der mir schon hier vor die Füße rennt. Sind sogar 2. Der größer als der andere. Der steht auf jeden Fall ruhiger. Pirschen wir uns an den noch ran, können wir gleichzeitig die Jagdfähigkeit so ein bisschen erhöhen. Wenn der auch ruhig stehen bleibt. Ist es mit den Eisenarmbrust und den Eisenbolzen überhaupt kein Stress, so einen Hirsch im One-Shot mitzunehmen? Mal gucken, ob ich den Bolzen hier wieder finde. Da sehe ich ihn schon mal nicht. Beim anderen Hirsch vielleicht. Eisenbolzen. Wenn ich den schon mal heute, dann bin ich zwar maßlos überlastet fürs Erste. Oh, und irgendwas ist hier nicht richtig. Oh, ich habe hier ein Anzeichen von meiner Verwaltung. Irgendwas fehlt. Aber wem fehlt was? Ach, ich glaube, dem muss ich noch zuteilen, was er machen soll. Das wollt's mir gesagt haben. Aber ich meine, am Brunnen, weiß nicht, Junge, da kann man halt nicht so viel machen, außer Wasser rausholen. Das könntest du dir eigentlich selber denken, aber nein. Wahrscheinlich kann man noch irgendwas anderes machen. Und es könnte sein, dass ich irgendwie ein paar Eimer kaufen muss. Wo ist denn dieser Bolzen hin? Ich glaube, der steckt so ungünstig, dass ich nicht mehr rankommen werde. Ein Bolzenripp, aber damit muss ich leben. 7 Stück habe ich ja noch. Und die nutze ich ja meistens echt nur so im Falle eines Falles. Oder wenn ich wirklich halt in Gefahr quasi gegen irgendwelche Banditen oder sonstiges kommen würde. Ansonsten ziehe ich die mir schon immer wieder raus. Da, wo es geht. Anfang waren es, glaube ich, mal 9 oder 8. Also das heißt, ich habe auch größtenteils alle immer wieder rausnehmen können. Bis auf ein paar wenige, die eben
ja, wie jetzt gerade eben, da stuck waren. So, die zwei Messerchen noch herstellen und dann habe ich doch langsam schon, glaube ich, erstmal genug, um wieder ein bisschen was zu kaufen. Ich habe Leder, ich habe Fleisch, ich habe zwei Hirschgeweihe und 57 Messer gefühlt. Gehen wir erstmal zurück, schauen, was wir dafür bekommen. Falls noch was Lohnenswertes. Da wäre ja schon so ein. Ach ne, das sind zwei Wiesenten. Nehme zwei Wiesenten, lege ich mich nicht an. Ich hätte mich jetzt mit einem, hätte ich es mal versucht, so von der Ferne. Aber nicht mit zwei, habe ich keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Ich glaube, da kommen halt tonnenweise Fleisch raus und wahrscheinlich 800 Leder oder so. Übertreibt natürlich, aber ich glaube, das ist halt tendenziell am meisten, was du da rausbekommst, ist ja klar. Naja, ich habe mich jetzt verschreckt, aber es ist auch wieder naheliegend, wenn man hier durch die Gegend rennt oder sprintet, dass Wild da nicht ruhig stehen bleibt und cool ist. Ja, wenn Wiesent vorher speichern, ja. Das ist, alles andere wäre tatsächlich auch Humbug gewesen, das so anders zu machen. Ein Stein, zwei Stein. Eins geht noch, dann sind die Ressourcen auch aufgebraucht. Und ich glaube, ich müsste eventuell ein paar Eimer mitnehmen. Ich weiß nicht, also wie der Wasserträger sonst Wasser bekommen soll. Wenn welche kaufen kann, ich kaufe einfach nochmal zwei Eimer auf Vorrat. Bis jetzt habe ich für jeden Dorfbewohner, den ich eingeladen habe, ein bisschen einen Wasserschlauch oder einen Wassereimer gekauft oder dabei gehabt. Jetzt sind es wieder zwei mehr, dass das sich ausgeht. Hallo Jan, der Schmied. Zeig mir deine Ware. So, ich habe hier Steinmesser 28 Stück. Hast du so viel Geld noch? Du hast 3000 knapp. Ja, du hast auf jeden Fall genug Geld. Und ich habe 36 rohes Fleisch, die verkaufe ich dir. Ich habe Leder, könnte ich mal behalten eigentlich. Den Hirschschädel mal für 5. Andererseits, was will ich damit? Kann ich mir jederzeit neu jagen? Beim Leder eigentlich genauso. Es lohnt sich, glaube ich, nicht, das jetzt schon aufzuheben. Weil ich ja meine Jagdfähigkeiten irgendwann auch noch ein bisschen ausbauen müsste. Die ganzen fast verrotteten Beeren kriegt er noch dazu. Und meine Axt wird nicht mehr ewig halten, aber ich glaube, ein bisschen macht die auf jeden Fall noch ihren Job. Und die unreifen Beeren kriegt er auch, weil die habe ich versehentlich gesammelt. Da hatte ich auch keinen Nutzen dran. Okay. Dann sortieren wir das Ganze wieder nach dem Preis. Wurfstein, eine Fernkampfwaffe. Lol. Nützlich für die Jagd und den Kampf, ne? Weiß ich nicht, ob das so nützlich ist. Also, ich würde einmal eine Eisensense kaufen. Ja, ich kaufe eine Eisensense. Zum Ernten von Getreiden verwendet werden. Das reicht dann, glaube ich, einmal für ewig. Und dann würde mir für ein Eisenmesser noch 100 fehlen. Das mit den Äxten, glaube ich, hält ein bisschen länger, aber die Messer verschleißen tatsächlich sauschnell. Have a good day. Okay, 100, das heißt nochmal 5 Messer. Fünf Messer kriege ich hin. Zehn Steine, ein Stein, zwei Steine, drei Steine, vier Steine, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Irgendwie Frosch heute im Hals hier. 8 und 9. Und Stein Nummer 10.
Stöcke habe ich noch zu wenige. Da brauche ich noch mehr. Fünf Steinmesser. 5 mal 20 sind 100. Oder 20 mal 5, je nachdem. Das müsste dann genügen. Um noch ein Steinmesserchen zu kaufen.